Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute zu einer Erfol eine neuen Folge. Guten Morgen, Sport. Ja, ich würde sagen, wir fangen auf dem Boden an. Ganz langsam. Guten Morgen und herzlich willkommen. Mit Stretching, weil mein Körper gerade aufgewacht ist. Und wir machen erstmal T-Legs. Heute Morgen fühle ich mich etwas undehnbarer. Also stretchen wir erst einmal. Wir haben heute noch ein bisschen was vor, ausnahmsweise. Daher sind wir auch sehr früh unterwegs. Ja, wir sind alle gespannt, ne? Also bei uns ist es so, dass die Geschäfte zu haben bis zum 19.04. Und ich kenne da jemanden, der wartet eigentlich auf Antwort am Morgen, also am Mittwoch, ob das wieder gelockert wird oder nicht. Also sind wir sehr gespannt, ob am 20. wieder Geschäfte öffnen werden, jetzt zu Corona-Zeiten. Wir haben gestern darüber gesprochen. Und klar, wir wissen es noch nicht. Und ich würde sagen, die Tendenzen sind so 50-50. Die Leute sind hier wieder sehr aktiv. So, wir strecken das Bein nach außen aus, drehen uns. Und es kann sein, dass ich ein, zwei Mal gähne. Weil das immer so ist beim Morgen-Yoga. Schön lang machen das Bein. Und dann nehmen wir das Bein zu uns und ziehen den Fuß ran. Nicht nach hinten kippen. Und dann dehnen wir quasi damit die Wade. Dann nehmen wir einmal die andere Seite, lassen locker. Und dehnen auch hier das Bein. Strecken wir das auch hier nach außen und wir dehnen uns auch nach außen. Was für eine Schlussfolgerung. Dann ziehen wir auch hier wieder das Bein ran und dehnen einmal die Wade. Ich glaube, wir werden gleich mal ein bisschen Nacken machen zur Abwechslung. Gestern haben wir uns mehr auf wieder Hüfte konzentriert.
gerade wenn man nachts irgendwie so falsch liegt, so wie ich das heute Nacht hatte. Manchmal liege ich zu hoch am Kopfende. Das merke ich dann aber meistens erst später, wenn ich wieder aufwache, dann so, das war doch ein bisschen zu hoch, mein Nacken tut etwas weh. Einmal ab in den Schneidersitz. Ja, wir dehnen uns erstmal, also Hände nach oben, wir dehnen uns erstmal zur linken Seite. Dann strecken wir den Arm auch aus, drehen uns nach links. Kommen wieder zurück und gehen einmal auf die andere Seite. Hier nach rechts drehen. Nun einmal mit dem kompletten Körper, einmal rechte Hand ans linke Knie. Linke Hand nach außen und Kopf nach vorne. Wirbelsäule dreht sich nach außen. Ich sehe das jetzt erst. Meine Kamera flackert. Das wollen wir nicht, ne? Haben wir ja schnell geregelt. Andere Seite natürlich genauso. Kommen wir wieder zurück. Schultern etwas lockern. Ja, ich merke, die Gelenkflüssigkeit fließt noch nicht so ganz. Wir strecken einmal die Arme nach oben aus. Handflächen in Richtung Decke, machen uns lang. Und gehen. Wer kann das bitte schön morgens nicht vermeiden? So, da kommen wir einmal zur Übung. Und zwar nehmen wir den Nacken, drehen ihn erstmal in die eine Richtung. Schön entspannt. Auch in die andere Richtung. Free Nacken. Und dann lassen wir ihn auf der linken Seite, lassen ihn schwer werden. So nicht, dass es schmerzhaft ist, sondern ein leichtes Ziehen natürlich hier ist auf dieser Seite. Und wenn ihr dann bereit seid, nehmen wir die rechte Hand auf den Kopf. Legen Sie ganz sanft ab. Keinen Druck ausüben. Einfach nur beschweren. Wie ein Briefbeschwerer.
Und ich merke dort eine deutliche Verspannung. Dann nehmen wir den linken Arm, natürlich nach oben und nehmen den Arm nach oben und wieder nach unten. Konzentriert euch aber nicht so auf den Arm, sondern nur auf die Entspannung des Nackens. Das übt dann auch gleich noch die Motorik. Und dann wollen wir locker lassen. Sollte eigentlich alles so schön richtig entspannt zurückkommen. So, dann wenden wir uns natürlich auch zur anderen Seite. Natürlich mit dem Rücken gerade bleiben, wenn es geht. Kopf nach links fallen, nach rechts fallen lassen. Rechts, links, ja, genau. Dann, wenn ihr wieder so weit seid, nehmen wir die linke Hand auf den Kopf, beschweren ihn leicht. Strecken den Arm aus und wieder das Gleiche. Die Seite ist deutlich weniger verspannt, ich merke das, den Unterschied. Und dann lassen wir locker. Dann kreisen wir jetzt noch mal den Nacken. Und es fühlt sich auf jeden Fall deutlich angenehmer an. Alle liegen bestimmt noch in den Betten. Würde ich auch ganz gerne. So, reicht. Dann richten wir uns auf, nehmen die Hände einmal in den Nacken. Guten Morgen, Specki. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ziehen unseren Nacken jetzt nach vorne hin lang, indem wir mit den Ellenbogen nach vorne kommen und uns einrollen. Zum Brustkorb hin. Macht es nicht zu extrem, weil das ist sehr stark. Wenn man sich so einrollt, spürt man es auf jeden Fall deutlich bis nach unten ins Steißbein. Ja, aber irgendwie bin ich gestern zu früh eingepennt, deswegen war ich zu früh wach heute Morgen. Um 3. Und bin dann wieder eingepennt. So, wieder öffnen. Ja, ich bin dann wieder eingeschlafen und das ist dann absolut nervig. Und ich glaube, das lag auch daran, weil in dem Bolognese von Sonntag zu viel Knoblauch drin war. Dann penne ich für mich auch immer nicht so gut. So, wieder öffnen.
Was ich gestern noch zu dir was sagen wollte, das ist voll witzig. Jetzt haben wir mal jemanden, der gleichgesinnt ist. Ich finde es immer absolut ignorant, wenn man den Leuten sagt, man hat Müdigkeit als Krankheit. Bei mir kommt das ja immer so in Phasen. Bei mir ist es ja nicht permanent. Im Moment habe ich gerade eine sehr aktive Phase, wo ich morgens aufstehen kann und so, yay! Deswegen mache ich auch Yoga. Und dann gibt es so Phasen, da schläfst du im Sitzen, wenn du irgendwo wartest, auf dem Stuhl ein und denkst dir nur so, what the fuck? Ich habe schon wieder gerade 16 Stunden geschlafen, warum bin ich immer noch müde? Und die Leute denken immer, du verscheißerst die. Ja, so ist es leider Gottes. So, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Vierfüßler. Genug der Laberung da. So, wir strecken einmal die Hüfte aus. Hände mit Fingern abgespreizt. Und dann ziehen wir einmal den Bauchnabel lang. Ich habe jedes Mal so eine Stellung, wo ich natürlich gehen kann. Schön die Hüfte rausstrecken. Guten Morgen, danke für dein Follow. Ich sag's gleich. Dann wieder umgekehrt. Einmal Hüfte, also danke für dein Follow. Sehr san. Ja, you are right. I forget the breeze. Das Gehen. Ich vergesse immer das Atmen. Wo das Atmen manchmal auch eine sehr große Rolle spielt in manchen Übungen. So, dann würde ich sagen, wir gehen von dieser Übung gleich in den herabschauenden Hund. Versuchen den Rücken natürlich weit wie runter zu drücken, den gerade zu machen und nicht so bucklig, sondern gerade. Und dann treten wir einmal mit Bewegung in der Hüfte in die Ferse. Wie auf dem Stepper. Dann kommen wir einmal in die Gerade, also mein Handgelenk. Und bewegen einmal die Hüfte nach links und rechts. Da, gerade da hören wir es. Ist ja auch nicht so, dass es nicht anstrengend ist. Und kommen dann mit dem rechten Fuß nach vorne. Das schaffe ich jetzt noch nicht mehr. Ich glaube, wir werden einmal ganz kurz nochmal die Handgelenke stretchen. Sonst hätte es ja nicht gerade so ein bisschen geknackt. Auf jeden Fall. Oh, ich bin zu hoch. Okay, Moment. Okay, und machen zu. Handgelenke nach vorne. Und dagegen pressen. Und dann die andere Hand natürlich auch. Meine Hände sind sauber, ja. Und dann kommen wir wieder zurück. Einmal.
Nach vorne stretchen. Jetzt werden wir gleich einen Sprint loslegen. Richten wir uns auf. Machen auch hier wie im Stehen einmal die Übung mit nach vorne drücken, als wenn wir eine Wand pressen würden. Und dann die Hände nach unten ziehen mit der Schulter und nach hinten rauswölben. Dann drehen wir uns einmal zur Seite. Auch auf die andere Seite natürlich. Damit haben wir alle Richtungen gesichert. So, dann stretchen wir unser vorderes Bein, kommt zurück. Machen das Bein schön lang. Kommen dann wieder nach vorne und drehen einmal die rechte Schulter. Mit unserem Arm natürlich. Insgesamt viermal. Hört man noch deutlich, dass die Gelenkflüssigkeit noch nicht so im Gange ist. Einmal wieder nach hinten kommen. Bein vorne lang machen. Und dann kommen wir wieder nach vorne und wechseln einmal die Beinpartie. Wir kommen wieder nach oben. Ich glaube, ihr seht nicht, naja, doch geht. Wir stretchen einmal die Hände nach vorne, pushen. Hände nach hinten. Ich habe hier irgendwie gerade nicht so das Gleichgewicht, warum auch immer. Drehen uns einmal zur Seite. Dann einmal zur anderen Seite. Und kommen wieder nach vorne. Dann drehen wir uns wieder zurück. Stretchen das vordere Bein. Mich wieder nach vorne. Ich wollte mich jetzt nicht drehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Seite ein bisschen schwieriger ist. Wir drehen einmal den Arm und versuchen die Seite zu lockern, die Schulter. Viermal und kommen dann wieder zurück. Einmal eben die Gerade. Dann kommen wir einmal auf die Hüfte zurück, Bein etwas öffnen und kommen nach vorne. Ziehen den Rücken lang. Einmal wieder etwas entspannter. Ein- und ausatmen, ja. Und dann vor allem etwas gejuckt in der Nase. Da hat was gekitzelt. So, dann schieben wir einmal den rechten Arm unter den linken. Dankeschön für deinen Host. Poaku Malu, danke für dein Follow. Das war sehr nett am frühen Morgen. So. Rechter Arm unter den linken.
Wahrscheinlich gerade, wenn ich genießt habe. Dann wieder zurück und wir nehmen einmal die andere Seite. Schön den Arm lang machen. Dann kommen wir wieder zurück. Mal wieder entspannt locker lassen. Irgendwas macht sich hier ganz selbstständig, okay? Wir greifen einmal wieder nach vorne zu den Äpfeln, schieben die Schulter nach vorne und zurück. Und was wir auch hier viel zu selten machen in dieser Position, wir werden einmal den Nacken wieder stärken und strapazieren, wenn die Nase jetzt nicht anfängt zu laufen. Wir nehmen einmal die Hände auf dem Rücken zusammen. Und da wir jetzt die Halsmuskulatur anspannen müssen, wenn wir die Hände nach vorne nehmen, trainieren wir auch so den Nacken. So, wir kommen mit den Händen nach vorne. Leider ist bei mir immer irgendwas im Weg, wie zum Beispiel das Mikrofon. Wir drehen uns in der Hälfte und kommen wieder mit den Händen vorne zusammen. Das gleiche zurück. Und wieder entspannen. Kommen wieder nach oben. Ja. Und es war natürlich wieder immer anstrengend. So, wir machen noch ein, zwei, drei Übungen. Und dann let's go in den Tag, würde ich sagen. Wir machen nochmal die Hüfte zum Schluss. Und zwar nehmen wir das rechte Bein nach oben, strecken das aus und wippen einmal das Bein. Ich glaube, ich habe eindeutig gestern zu viel Knoblauch gegessen. Oh Mann. Kennt das jemand auch? Knoblauch, schlaflose Nächte? Ich weiß auch nicht, woran das ist. Dann nehmen wir das Knie und schieben das nach außen in drehenden Bewegungen. Dann nehmen wir das Knie und schieben das nach oben. Dabei den Kopf unten lassen. Nicht, dass wir zu sehr Hohlkreuz machen. Eher das Kinn zum Brust ziehen. Dann wieder entspannt und locker lassen. Das gleiche natürlich auf der linken Seite. Wippen. Knie nach außen. Also für mich immer die perfekten Übungen, gerade weil ich ja so ein Urgestein auch in der Hüfte bin. Knie nach oben ziehen. Dann wieder entspannt locker lassen. So, ich brauche mal ganz kurz. Meine Nase spielt mir den Strich durch die Rechnung.
Es hat gejuckt. Jetzt fängt es an zu laufen. So. Und ich würde sagen, wir haben erfolgreich eine halbe Stunde überstanden. Kappa. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwar nicht so hardcore gemacht, wie machen. Nächstes Mal machen wir wieder im Stehen oder sowas, ein bisschen mehr Power und so, aber ich wollte mich auch nicht ganz so. Wir haben noch nicht mal den Yoga-Block benutzt heute. Aber ich wollte mich jetzt nicht ganz so auspowern, weil ich mich jetzt aufs Fahrrad setze und losradle. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns später noch, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, je nachdem wie fix und fertig ich heute bin. Nicht so wie gestern. Und ja, wünsche euch einen schönen sonnigen Tag und wir sehen uns allerspätestens morgen. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und danke für den Host. Nochmal. Tschüss, Specky.